So, und damit herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013 hier wieder im Megaprojekt, diesmal mit den Tino. Ja, grüß euch Leute. Mit den Rocktox. Servus. Mit dem Doktor. Moin moin. Und mit Guten. Yo, hallo zusammen. Top. Eine Frage, Eine Frage. Mischstation kann man wohl mit den Roadtrain gar nicht abladen? Nee. Deswegen wollte ich euch gerade fragen, wie zur Hölle ladet ihr die Mischmaschine ab, weil wir haben gar keinen Futtermischwagen. Na doch, mit einem ganz normalen Anhänger normalerweise. Mit dem großen. Mit ja, dem das großen ist der einzige mit Multifood. Aber mit dem kleinen geht nicht, der Gillibert geht nicht, der Krampe musst du nehmen. Ach, alles klar, gut, dann hole ich den mal. Ich grubbe mal das Fest. Was wolltet ihr als nächstes kaufen? Auf jeden Fall einen Radlader, weil wir können Silo leer schaufeln und würde da ich auch wollen wir jetzt einen Radlader. Richtig, das haben ja Markus und ich heute in der letzten Aufnahme, die ich gemacht habe, haben wir das voll gemacht. Das Silo, da sind irgendwie 600 Tonnen fast drin. Na, jetzt sind mittlerweile, glaube ich, schon 1000 drin. Ja, da ist krass viel drin. Also vergoren sind jetzt 600 gewesen. Ja, und die können wir erstmal schaufeln und dann können wir gleich mal einen Radlader kaufen. Ja, ich bin gerade am Schaufeln. Bist du schon, gut. Du bist schon am Schaufeln, gut. Dann schnapp ich mir mal hier den Case Puma und was mache ich noch? Das ist eine gute Frage. Wir hatten da gestern das Feld gekobert, das ist ja komplett schief. Das war dunkel, das konnte ich nicht besser. Randy, was willst du von Anhänger holen? Den Krampe. Achso, oben. Achso, den kleinen ist. Der kleine ist das, gell? Na, dieser Multifrucht gedehnt halt. Je nachdem, wo der steht, ich der steht an der BGA. Den da steht an der BGA, glaube ich. Oh, jetzt fahr ich extra hier runter, ey. Naja, die Map ist ja relativ. Aber wenn wir den Hänger jetzt wieder voll Mischration klatschen, weil. Ja, deswegen hole ich ihn ja. Ja, aber wollen wir das wirklich wieder machen, war die Frage. Ja, weil ich wollte eigentlich die Strohballen durch die Presse jagen und da blinkt aber aktuell gelb und das bedeutet irgendwie full und deswegen muss der Druck ablassen halt. Okay, naja, dann lassen wir mal Druck ab. Genau. Ja, ihr mit euer Zweideutsch denken, du. Das habe ich gar nicht so gemeint. Sexuell nicht ausgeglichen. Ja, also eins, mal mit deiner Freundin ernstes Wort reden. Eins kann ich definitiv nicht glauben, dass du etwas Zweideutiges sagst, ohne es so zu meinen. Natürlich. Ja. Wie sieht das mit der Fruchtfolge auf? Was machen wir als nächstes? Also ich bin hier gerade auf Feld 16. Wir haben einmal komplett Mais noch, weil alle Felder gekrubbert waren. Das wäre sonst für die Katz gewesen. Ja, okay. Und danach machen wir dann mit Weizen, glaube ich, weiter, ne? Weizen? Hast du den Preis mal angeguckt? Ja, aber trotzdem, wir wollen ja eigentlich unsere Fruchtfolge beibehalten und wir haben ja immer Weizen, Gerste, Rapskörner, also Weizen, genau wie die Preise, weißt du? Habt ihr gestern noch verkauft? Wie viel habt ihr denn verkauft vom alles. Weizen noch? Alles. Alles raus. Ja, 1,4 Megatonnen. Ja, für den Häcksler. Oh, Alter. Ist jetzt... Alt. Was ist denn der Hänger? Der ist ja nirgendwo. Ja, dann schauen wir doch einfach mal auf der Karte nach, wo er ist. Ja, der Tino hat den, glaube ich, weggefahren. Was? Den Anhänger, den Multifunk-Anhänger. Na, wie jetzt? Der steht neben, stand eigentlich neben der BGA. Ja, den hat Tino dann aber weggeholt. Ich weiß nicht, wo der... Ja, mit dem Case hast du... Der steht beim Händler. Scheiße. Nee, der Multifrucht steht unten. Nee, jetzt steht er auf dem Hof. Ja, sag ich ja nicht, der war beim Händler. Der steht unten, nein, jetzt im Hof. Der stand unten beim Kuhstall. Nee, da steht nix. Also zumindest laut Karte stand er da eben. Die Kühe wollten mal eine Spritztour machen. Der große Rote, der Dreiachsige, ne? Ja, wenn du den die ganze Zeit durch die Gegend fährst, Tino. Ich fahr keinen, guck da auf der Karte, ich fahr keinen Anhänger durch die Gegend. Der Krempe BBS 1090 CE. Ja, den brauchen wir. Den brauchst du. Das ist der Dreiachser, oder? Ja, der steht hier unten. Ich stand aber noch ein kleiner Zweiachser beim Händler, den habe ich gerade zurückgesetzt. Ja. Wo steht jetzt der Krempe? Der steht jetzt da, wo ich hinfahre. Unter der Mischstation, glaube ich. Ja. Irgendwo da hinten, bevor ich jetzt noch 30.000 Meilen um diese ganze scheiß Karte hier fahre. Ist ja unschön. Habt ihr schon ein Fazit zum gestrigen Livestream gemacht oder noch nicht? Nee, also ich noch nicht.
Aber beziehungsweise ja, mit Markus vorhin der so ein steht bisschen unter gequatscht. Der Mischstation, ich krieg ne Harry. Krieg ne Harry, wer denn dann? Also mir hat's gefallen. Wir können ein bisschen ohne Gewehr wieder machen. Ja, also ich fand's auch richtig geil. Marsch. Nicht zu häufig, sollten wir auf keinen Fall zu häufig machen, aber... Immer wieder mal. Ja, ich fand's auch richtig dann cool. Dann verbiss dich. Vielleicht auch ruhig mal ein anderes Spiel spielen, das muss ja nicht immer hier Landwirtschaftssimulator sein. Ich sag bei ja, was jetzt? Minecraft. Bei Livestream? Bei Livestream, aber immer mal wieder so ein Livestream finde ich eine coole Sache. Gerade so mit mehreren dann, ne? Mega Livestream, Battlefield 3, 4. Ja, das geht ja bei mir nicht, dann kann ich wirklich nur Moderator machen. Oh. Kann ich aber nicht spielen. Wir sollten das nächste Mal eine fixe Zeit sagen, dass wir sagen, okay, von da bis da und nicht länger. Ja, oder richtig, so. Maximal dann eine halbe Stunde überziehen und dann ist aber wirklich Schicht im Schinken! Backmann. Schinken ist auch Schinken. Gut, ja. Ja, das liegt daran, dass ich heute noch nicht gefrühstückt habe. Ist Schinken. Es ist 18 Uhr, Doc. Wenn du jetzt nicht mehr gefrühstückt hast, kannst du es gleich vergessen. Ja, Doc hat ausgeschlafen nach dem Stream. Ja. Schön. Boah, das war auch so grausam. War ich wieder wach. Ich habe bis vor 2 Minuten oder so, also bis 2 Minuten, bevor ich auf den TS kam, hochgeladen. Von gestern um 2:15 an. Oh. Ja, mich haben schon die ersten Leute angeschrieben, also so schade, sie haben es voll verpasst, voll vergessen. Sagt ja, es hat eh eine aufgenommen zum Glück. Kannst auf unsere Kanäle verweisen. Ich habe heute auch 4 Stunden Livestream hochgeladen. Ja. Wie lange hast du dafür gebraucht für die, was hast du gesagt, 14 Gigabyte oder? Na, 16 Gigabyte waren es jetzt im Endeffekt und ich habe gebraucht. Um 1, also 13 Uhr war der Livestream fertig, hochgeladen und angefangen mit Laden habe ich glaube ich 7.15 Uhr. Das geht ja eigentlich. Oh. Wie lange haben wir gespielt? Wird von ja, 19 das Problem Uhr ist halt YouTube mit seiner Uhr scheiß 500 KB-Begrenzung. Fast 7 Stunden war der Livestream. War das nicht, ist das nicht das Let's Play Together, ist das nicht genauso lang, dieses, Quatsch, Last Man Standing? Oder 8 haben die glaube ich gemacht. 8 Stunden. Ja. Aber soll ich noch mal was sagen? Wer kennt ein LP mit Kev? Nee. Auch knapp 200.000 Abonnenten. Kennt er ja nicht. Hat er nicht mal einen 24-Stunden-Stream oder 48-Stunden-Stream gemacht? Alter. Naja, nee, der hat, gestern habe ich zufällig nochmal... Jemand macht sowas. Ja, lass mich schon mal kurz ausreden. Wo ich jetzt aus den Stream gestern raus bin, habe ich nochmal so auf andere Kanäle mal geschaut, noch 5 Minuten. Und da hat der gerade einen 24-Stunden-Stream gemacht. Okay. Also quasi von 18 Uhr gestern und da müsste jetzt jetzt fertig sein vor einer halben Stunde. Okay. Alleine oder mit mehreren? Nee, komplett alleine. Also alleine, aber ich glaube auch auf dem TS und da kamen welche dazu, die haben ja die Spiele auch ganz oft gewechselt und ich habe dann spaßenshalber heute nach dem Mittagessen, habe ich gedacht, jetzt müsst ihr nochmal reinschauen, gucken, wie er aussieht. Aber naja, es ging doch. Aber es war schon ziemlich ruhig geworden. Ja, klar. Also Feld 14 ist fertig gegründet. Was soll ich jetzt machen? Rasenmähen? Zur Not Rasenmähen. Es kann überall Mais angesät werden. Ja, ich bin nicht gerade dabei. Achso, bist du gerade dabei? Auf Feld 16 bin ich gerade dabei. Wir könnten ein Feld auf der Straße machen. Randy, warum lässt du eigentlich mich das nicht machen und haust die Ballen da weiter rein? Weil das so seine Gründe hat. Weil Ballen nicht mit dir drüber diskutieren. Weil Ballen und so, weißt ja, gut, ich diskutiere auch nicht normalerweise. Das ist schön. Weißt du, war schon so nett, habt ihr den Anhänger hier runtergefahren? Ja, am Arsch. Oh. Lass mich ja immer durch die halbe Map hier jagen. Lass mich mal weitermachen. Hör auf zu meckern, oder? Ja, wenn du hier alle ärgerst. Ach ja, ich bin's wieder. Ja, wie immer. Also siehst du nimmst doch. Du auf, Guten? Ja. Wobei das dann halt auch weg hier. Ey, jetzt haut der Rocktox hier mitten mit dem Grubber über das frisch Gesäte. Ich glaub, es ist doch noch gar nicht aktiv, du. Ich werd's wirklich Grubber, der ist rüber. Aber ich dachte echt, du machst jetzt die Saat kaputt hier. Wie sieht's eigentlich mit den Schlütern aus? Was können wir mit denen noch machen? Nur ausgebessert. Verkaufen! Ja, ich bin gerade so schön am Ansehen hier mit dem einen. Nee, naja, solange wie wir noch keine neuen uns mit welcher Sämaschine? Mit der Mais-Sämaschine, mit der großen. Weil das ist voll realistisch, das macht der. Aber das ist doch eh so ein bisschen eine ältere, oder? Denk ja, ich das ist sehr ältere. Ja, aber trotzdem ist die ganz schön fett. Also da 9 Meter. Dürfte der normalerweise nicht mit klarkommen.
Mit seinen 150 PS. Da braucht er so gute, ach so gut, dass Tino nicht weiß, dass er nichts mehr reinschütten kann, der kleine Nase weiß. Gedisst, Alter! Gedisst. Ah, du hast mich so weggebounced gerade, ey. Ja, es war voll unglaublich. Hier, wie so, du was soll ich jetzt machen? Was soll ich so tun? Du hast mich so weggebounced. Sämaschine? Dünger, ja, wir haben doch nur die eine Sämaschine. Jo, du kannst Gülle fahren. Hier steht noch das Güllefass. Wir haben auch irgendwie zu viele Felder für eine Sämaschine und ich muss jetzt die Zeit vorspulen, um zu schäpen. Wo steht denn der? Ja, du kannst nicht Zeit vorspulen. Ich bin hier gerade am Sehen. Dann kriegen wir auch so schnell kein Geld. Oh. Ja, dann kriegen wir halt mal 5 Minuten. Wie viel kriegen wir für den Weidemann? Wie viel kriegen wir für den Weidemann? 13.000. 13, ja. So, und was kostet der Radlader? 100. Glatt. Ja, ziemlich genau. 98 oder so ein Scheiß, ne? Irgendwie so. Also 90, 9. Also haben wir jetzt den Schrubbeln an. Was also wir auch mal für einen Livestream machen müssen, so mittendrin aus Jux und Tollerei, einen Stocker Crash Challenge mit Trucks, mit Traktoren. Willst du nur Ballen? Achso, ja. Und Ballenfußball, weil ich dann einfach mal Abwechslung reinbringen, dass man sagen, okay, nichts zu tun, ja. Wir spielen beim nächsten Stream 1,5 Stunden Landwirtschaftssimulator, dann spielen wir eine Runde Fußball mit den Schrubbeln. Ich hab jetzt irgendwie keine Bock auf War Thunder. Ja, oder sowas mal. Ja, wir können uns doch einfach mal, wenn wir nochmal einen Stream machen wollen, können wir uns doch einfach mal 2, 3 oder 3 Spiele zurechtlegen. Ich denke mal, 3 ist eine gute Zahl. Ja. Und da einfach mal dann einen Stream halt machen und sagen, pass auf, 1,5 Stunden jedes Spiel, das sind 4,5 Stunden. Das ist ja nach gestern, sollte das, denke ich mal, kein Problem sein. Und dann kann man da einfach mal ein bisschen fett Stream machen. Ja. Wo steht der Güllewagen? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Genau neben dem Schredder von der BGA. Okay. Ist der schon voll oder muss ich den erst irgendwo auffüllen? Nee, erst auffüllen am Güllefass, an dem großen, was so auf 80, 90 weniger Prozent voll ist. Also. Oh, können wir es nicht. Wo ist das Güllefass? Auch an der BGA, das große, runde, braune Ding da. Ah, okay. Das also mit die vier Achsen, das riesige. Wie ist das eigentlich? Nee, das ist Gülle, die bei dem, die halt bei der Zersetzung der Schredderguts da anfällt. Randy, geht's nicht oder was? Nee, gerade nicht, er will's nicht attachen. Nee, du musst. Genau. So muss ich das. Genau, geht wunderbar. Soll ich mal aufladen? Ja, oder dann mal, der will gerade mal hier nicht rein. Na, so wie du vorhin gemacht hast, von oben rein war gut. Dann attached er dich auch. Ach so, was ich vorhin, ich weiß nicht, ob ihr das schon mit Markus besprochen hattet, was wir gesagt hatten, wenn wir jetzt Gras machen, dann ist das wirklich nur noch für die Kühe, das beschmeißen wir nicht mehr in die BGA rein. Also hier nur noch in die Mischstation. Richtig, Mischstation oder beziehungsweise direkt verfüttern muss der ein Teil auch. Weil halt durch den, wenn wir Mais machen, dann kriegen wir so viel Häckselgut. Ja, ist klar. Ja. Sonst geht es zum einen. Soll ich mal gucken, ob es bei mir zu fixen geht? Ich meine, warte mal. Also, das Häckselgut verkaufst du nicht, sondern das hast du gleich im BGA oder wie? Das kommt in die BGA, da wird es dann halt abgedeckt und darf. Sieht pornös aus. Ich bin eigentlich zwar kein Fan davon, dass man Lebensmittel mit Biogas macht, also auch nicht im echten Leben, aber ja, das ist ja nur ein Spiel. Naja. Außerdem sind es ja nicht nur Lebensmittel. Der hier Stiel von dem Mais ist ja auch noch da. Hast du die Gabel angewählt? Ja, aber trotzdem, Mais könnte man auch essen. Ich meine, Leute. Ja. Das ist halt immer die Gewissensfrage. Oh, Randy. Oh, geil. So, das braucht schon lang zu befehlen. Ich glaube, ich schaffe es noch innerhalb dieses Parts, das komplette Feld fertig zu sehen hier. Das wäre doch schick, dann könnten wir mal spulen. Du hast insgesamt noch 40 Sekunden Zeit. Ja, ich muss nur noch 2, naja, vielleicht 2,5. Ja, vielleicht schaffen wir es ja, ein Bein aufzuladen in den 40 Sekunden. Mutig. Oh, RockTox hat das große Gerät geholt. Ach, siehst du, damit bin ich auch noch gar nicht gefahren. Was mache ich jetzt für meinen nächsten Part? Ja, na klar, mach noch. Willst du jetzt mit Gülle rumschmeißen? Natürlich. Genau. Nehmen wir ein GPS-Mod mal zum Laufen. Ach, so, Randy. Jetzt. Trotz gehen nur nach Harnetz. Halt's Maul! Ich glaube, so langsam wird Zeit für mehr Gebäude. Was, mehr Gebäude? Ja, guck dir mal den Hof an. Wir haben da unsere 2 Unterstände. Was ist denn das hier für ein Kack? Der Ballen war da unten.
Der tut den automatisch fixen, wenn du den drauflegst, der Ballenwagen. Ach, ist das nicht der Standard-Dings? Nein, na doch. Das ist der Standard-Dings. Der ja, fixiert die doch nicht automatisch. Doch, nee. Macht er. Na klar, wieso, wer sagt denn nee? Ja, das macht er doch ausklappen. Nicht. Das ist doch der Standard. Der Standard fixiert doch, ich hier. Hau ich jetzt nicht. Oh, oh. Ich glaube doch. Ich lass einfach geben. Mal fallen. Genau. Also wenn du damit schnell eine Kurve fährst, dann fallen die da runter. Hatte ich schon oft genug. Ja, weil, ja, hier, weil, das ist, weil die Standardgeräte von Giants, die machen alles, aber nicht nicht fixieren, definitiv ne. Ja, der ist jetzt fixiert, der Ball. So, Feld so, 16 so, ich krieg jetzt fertig, Zeit, Freunde. Ich ne? Und ich würde sagen, wir sind auch fertig mit dem Part hier. Na Moment, okay. Ich muss noch ganz kurz den Ballen hier gucken, ob der jetzt fixiert ist. Okay, siehst du es, Randy? Ja, fährt er so mit 5 km leicht irgendwo rum, siehst du es? Ja, Alter, ich fahr 40. Hier. Ui. Alter, der braucht so lang zum Aufhören, geht sehr schnell wieder raus. Ui, Tino, ui. Haben wir Bubu gemacht, ne? Haben wir groß in die Windel gemacht, ui. Ey, pass mal auf, wenn du hier mit 50 km in die Kurve, sodass der Hänger komplett rumgeschlängert ja, wird, dann fällt er freilich runter, aber ja, fixiert natürlich. Ist er. Natürlich, wie so. Wir sehen uns dementsprechend im nächsten Part wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss. Yo, tschüss. Kack der jetzt.